jetzt gerade die Aufzeichnung gestartet. Ihr müsstet es alle als kurze Nachricht kriegen, denn wir wollen all denen, die jetzt zu der Zeit nicht dabei sein können, natürlich die Aufzeichnung dann auf unserer Homepage auch wieder zur Verfügung stellen. Und dieses zur Verfügung stellen werden wir nicht bloß als Video machen, sondern wir werden diesmal auch Podcasts daraus erstellen. Denn Podcasts sind sehr interessante Möglichkeiten, Wissen auf andere Weise zu vermitteln. vermitteln. Deshalb stellen wir euch auch einen Podcast zur Verfügung. Probiert es einfach mit euren Smartphones, wenn ihr bisher noch nicht viel Podcasts gehört habt, damit mal anzufangen und da richtig reinzuhören. Also auf unserer Homepage findet ihr dann alle Videos, alle Podcasts, alle Dateien, also alles, was hier in diesem MOOC entstehen wird, ist auf der Homepage zu finden. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch diesmal wieder, wie bei unserem letzten großen MOOC, 8 Teams aus Unternehmen gefunden haben, die freiwillig gesagt haben, wir gestalten jeweils eine dieser MOOC-Wochen. Ihr habt die Namen der Firmen alle gelesen. Die geben sich ganz viel Mühe, Ihre Vorstellungen mit euch zu teilen. Und dann haben sie auch den Mut zu fragen, was haltet ihr eigentlich alle davon, um halt eine Diskussion darüber zu starten und selber hinterher vielleicht viel mehr Ideen mitzunehmen, als sie bisher selber hatten. Und ich finde es deshalb so schön, weil das so ein Format ist, wo alle gleichzeitig lernen. Also die, die was einbringen, genauso wie die vielen Teilnehmer. Und deshalb denen schon mal vorab einen ganz herzlichen Dank für die viele Mühe und für den Mut, den sie dafür einerseits aufgebracht. Schönen Dank an die aufbringen. vielen Unternehmen, die da mitmachen. Und dann auch an der Stelle einen schönen Dank an die vielen Paten, also die Mitglieder aus dem Kernteam der Corporate Learning Community, die ja diesen MOOC veranstalten und damit auch ganz viel Zeit und Energie reinstecken, damit das jetzt läuft. Das sind im Einzelnen Claudia Bremer, das ist Simon Dückert, das ist Martin Lindner, das ist Joachim Niemeyer, das ist Jochen Robes, Werner Sauter, Charlotte Fennemar und ich gehöre auch dazu. Dann, ja, die Corporate Learning Community hat also hier wieder einen großen Anlass, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen, ohne dass es jemanden gibt, der hier Lehrender ist. Und das fasziniert mich so ganz besonders, dass wir hier mal eine Lernform ausprobieren und so ein großes Experiment gemeinsam machen, wo wir hoffentlich hinterher alle sagen, hey, das hat sich gelohnt. Ja, damit möchte ich jetzt überleiten zu Absicht, Konzept und Ablauf. Jochen Robes, Jochen, du könntest vielleicht uns ein bisschen Ja, erzählen, was steckt dahinter, warum machen wir das und wie läuft es? das mache ich sehr gerne. Also erstmal ein Hallo hier aus dem verregneten Frankfurt. Ich hoffe mal, die Übertragung klappt soweit. Meine Folien sehe ich schon eine ganze Weile. Karl-Heinz hat die ja auch schon so ein bisschen als Hintergrundbild benutzt. Ich will jetzt versuchen, so in ein paar Minuten nochmal, und auf viele Dinge hat Karl-Heinz auch schon hingewiesen, so ein paar Eckdaten nochmal für den MOOC festzuhalten. Vielleicht sind es auch nur Stichworte, um für den einen oder anderen nochmal eine Frage loszuwerden oder irgendein Ding, das vielleicht nicht so klar dargestellt war auf der Webseite. Dann wäre das so eine Gelegenheit, jetzt einfach kurz den Chat zu benutzen. Ich werde auch versuchen, nicht immer auf den Chat zu gucken, weil da geht es immer noch so ein bisschen hin und her. Also so einen kleinen Überblick. Ich fange noch mal kurz an mit dem, was Karl-Heinz auch schon erwähnt hat. Wir haben 3 Etappen geplant. Das eine ist ein klassischer MOOC, also ich sage jetzt mal klassischer MOOC für den einen oder anderen, der vielleicht schon an einem teilgenommen hat, der vielleicht schon an dem MOOC 2015 teilgenommen hat. Es sind im Kern 8 Wochen. Wenn ihr jetzt genau zählt, kommt ihr auf 11 Wochen. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Pfingstwoche eine Pause machen, dass wir jetzt so eine kleine Einstimmungswoche haben und dass wir mit so einer Zusammenfassungswoche abschließen. Im Kern sind es aber 8 Unternehmen, 8 Wochen. Das ist der eine Part. Der zweite Part, den haben wir mal Hackathon genannt. Und das ist auch für uns ein Unterschied zum MOOC 2015, wo uns so ein bisschen die Ergebnissicherung, klingt jetzt vielleicht zu formal, aber so ein Review gefehlt hat, um nochmal zu schauen, okay, was hat dieser MOOC gebracht? Können wir daraus Ergebnisse zusammenfassen in einem, was Karl-Heinz vorhin White Paper oder Blaupause für Learning and Development genannt hat. Das wollen wir mit einem kleineren Kreis von Teilnehmern zwischen dem 7. und 9. September versuchen. Kleinerer Kreis heißt, da werden sicher
ein Teil der Paten teilnehmen, dann werden sicher ein Teil der gastgebenden Unternehmen teilnehmen und interessierte Teilnehmer. Und der dritte Teil, der abschließende Teil, soll dann eine Präsentation der Ergebnisse sein. Der Termin 28. und 29. September ist jetzt auch nicht ganz zufällig gewählt, sondern da findet in Frankfurt das Corporate Learning Camp statt und da werden wahrscheinlich sowieso viele der Teilnehmer, viele von euch sein und für uns, denke ich, eine ganz schöne Gelegenheit, um auch den Kreis dieses MOOCs zu schließen. Also das nochmal kurz so die Eckdaten. Karl-Heinz hat es vorhin gesagt, wir haben wieder 8 Unternehmen gewinnen können. Ich will sie jetzt nicht einzeln aufzählen, die findet ihr auf der Webseite. Sie haben 8 Themen gefunden oder sind dabei, die Themen zu finden. Da laufen im Hintergrund jetzt auch noch bedingt durch Ostern und 1. Mai so ein paar Abstimmungen. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge, wenn ihr einfach mal einen Blick auf die Stichworte werft, die ihr da seht. Ihr merkt schon, so ein Paket wird sicher sein, die Frage, wie Weiterbildung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Innovationsbereiche, Themen wie Kreativität, Design Thinking, Agilität zusammenpassen. Ein anderes Thema wird sein Big Data, auch so die Frage, wie sich vielleicht Lernen, Lernangebote, Lernumgebungen weiterentwickeln. Ein weiteres Thema wird sein, wenn wir jetzt hier wunderbar Learning in Development 2025 diskutieren, wie kriegen wir denn die Mitarbeiter, die Lernenden auch dahin, dort mitzumachen, die vielleicht noch ganz andere Routinen gewohnt sind. Und ein weiteres Thema wird auch sicher sein, 70-20-10, wie kann man gerade diesen 70er-Part, das arbeitsplatznahe, informelle Lernen mit digitalen Medien unterstützen. Das werden wir in den nächsten Tagen komplettieren, deswegen schaut bitte immer wieder mal auf die Kursseite drauf, bis wir da nicht nur die Unternehmen stehen haben, sondern auch die Themen, für die sie stehen. Was die Wochen selbst angeht, wir haben eigentlich nur wirklich 2 Fixpunkte den gastgebenden Unternehmen gesetzt. Also die Bitte, jede Woche am Montag zu starten um 13 Uhr mit einer Live-Session, wie wir sie jetzt hier gerade haben. Und die Woche zu schließen auch um 13 Uhr mit einer Live-Session, die eine Art Zusammenfassung sein wird, Erfahrungsaustausch, Q&A und vielleicht auch Blick dahin, welche Fragen übrig geblieben sind. Dazwischen haben die Unternehmen jede Freiheit und werden es in irgendeiner Form füllen. Es liegt natürlich nahe, auch die Wochenstruktur, die wir haben, also zwischen Montag und Freitag zu nutzen, um kleine Aufgaben und Aktivitäten dran zu binden. Was dort im Einzelnen passiert, soll wirklich den Unternehmen selbst überlassen. Und da sind wir auch noch ganz gespannt auf die Ideen und Dinge, die dort entwickelt werden. Ich denke, man kann auch gar nicht, Karl-Heinz hat es vorhin schon so ein bisschen angefangen, diesen experimentellen Charakter genug betonen, den wir auch mit diesem MOOC wieder versuchen. Also das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund für uns gewesen, nochmal von der Lernplattform, bei der wir 2015 waren, Moin, nochmal in eine neue Infrastruktur zu wechseln. Die wird Simon gleich ein bisschen vorstellen. Also das waren jetzt wirklich keine schlechten Erfahrungen, die wir mit Moin gemacht haben, also der Lernplattform in Lübeck, sondern einfach der Wunsch, nochmal eine andere Infrastruktur auszuprobieren und zu überlegen, ergeben sich dadurch vielleicht nochmal ganz neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen. Also da immer wieder zu schauen, was kann man nochmal anders, was kann man Neues machen und damit auch Erfahrungen wiederum für vielleicht kleinere Lernangebote als einen großen MOOC zu finden. Also deswegen ganz, ganz viel Experiment. Es ist natürlich auch für die Unternehmen selbst etwas Neues. Also auch da wird dieser experimentelle Charakter sicher noch in der einen oder anderen Form durchschlagen. Also auch die beteiligten Unternehmen sind ja im Kern welche, die auch noch zwischen Lernplattformen und formalen Kursen so hin und her changieren, jetzt informelles Lernen auf der Agenda haben und jetzt mitmachen in einer solchen Lernumgebung. Da werden wir jetzt also auch ganz viele Dinge ausprobieren und dann hat natürlich auch das Lernen in einer solchen Umgebung, also wir schalten jetzt hier eine Webseite und Skype for Business zusammen, auch immer sehr stark so auf der einen Seite experimentellen Charakter, auf der anderen Seite auch eine sehr hohe Dynamik. Also wir werden sicher Dinge hier jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen ausprobieren und auch Erfahrungen sammeln, die neu sind, die sich so ein bisschen aus dem Lernen im Netz ergeben. Wir werden vielleicht Ideen haben, dass Rückmeldungen, Antworten, Lösungen gerne in dem Forum XY gepostet werden können, aber Teilnehmer vielleicht die Idee haben, es an einer anderen Stelle viel besser platzieren zu können. Und da werden wir versuchen, immer wieder auch zu moderieren und zu schauen, wie wir die verschiedenen Fäden über
Hashtags und über andere Netzwerkinstrumente zusammenführen. Vielleicht auch an der Stelle die Bitte, wenn etwas mal nicht so funktioniert, nicht gut funktioniert oder mal einen Haken oder ein Fragezeichen hat, nicht gleich zurückzumelden, das war jetzt schlecht, sondern wenn jemand eine Idee hat, es irgendwie anders zu lösen oder einen Vorschlag hat, reinbringen. Also gleich den Ball aufnehmen und zu schauen, wie könnte man das vielleicht anders lösen, wenn es um eine Aufgabe geht oder eine Aktivität. So, dann noch einen kleinen Tweet, den ich mal aus der Twitter-Timeline rausgehoben habe. Da gab es so zwei, drei Rückmeldungen, was die Anmeldungen betrifft. Die haben uns natürlich sehr gefreut. Den zweiten Teil, da habe ich so ein bisschen gezuckt und das wollte ich gerne hier noch loswerden. Der Kern unseres Kurses oder der nächsten Wochen werden nicht interessante Vorträge sein. Was nicht heißt, dass es auch mal den einen oder anderen interessanten Vortrag gibt. Aber das steht nicht im Mittelpunkt dieses MOOCs, sondern der Karl-Heinz hat es vorhin auch schon angedeutet. Wir freuen uns auf einen Erfahrungsaustausch. Also wenn wir die Themen dann haben, bringt bitte eure Erfahrungen rein. Wenn es darum geht, eine Aufgabe zu lösen im Sinne von, wie könnte man ein bestimmtes Problem angehen, wie könnte eine Lösung für eine Frage im Bildungsbereich aussehen, dann geht es um dieses gemeinsame Suchen nach diesen Lösungen, nach diesen Möglichkeiten. Und wir haben ganz bewusst den Unternehmen gesagt, bitte fangt nicht an, ein Curriculum zu entwickeln, fangt nicht an, Videovorträge zu entwickeln, die wir uns dann anschauen, dann 2 Minuten Frage stellen und weiterziehen. Also der Fokus soll wirklich auf dem Austausch liegen, was wie gesagt Vorträge nicht ausschließt, aber das ist nicht der Mittelpunkt eines MOOCs. Und ich habe deswegen auch noch mal ganz kurz diese Stichworte X-MOOC und C-MOOC hier mitgebracht, ohne jetzt ein Grundsatzreferat über die verschiedenen MOOC-Modelle halten zu wollen. Aber wer sich so ein bisschen mit der MOOC-Geschichte und der Entwicklung in den letzten Jahren auskennt, ist vielleicht mal über diese Begriffe gestolpert. Und X-MOOCs, X für Extended, das kommt aus dieser Harvard-MIT-Geschichte, steht so ein bisschen für diese MOOCs, die im Kern dann wirklich aus Vorträgen bestehen. Also versuchen, so ein klassisches akademisches Format auch zu übertragen. Also Vorträge, dann vielleicht kleine Rückfragen, Tests und ein Zertifikat. Und wir sind so ein bisschen auf der Seite C-MOOCs. C steht für konnektivistisch, also für das Lernen in Netzwerken, und wollen uns mehr auf diese Seite des Austauschs konzentrieren. Also gucken, wie können wir von unserem Wissen, von unseren Erfahrungen profitieren, wie können Instrumente, Aufgaben, aber auch Plattformen für diesen Austausch aussehen. Und weniger, wie kann ich so ein feststehendes Curriculum, wie kann ich Informationen von A nach B bringen? Also für wen das jetzt zu wenig war, die Diskussion werden wir sicher noch ein bisschen aufnehmen oder Wikipedia bietet da auch noch tolle Hintergrundinformationen. Aber das so ein bisschen, was die Richtung und die Idee unseres MOOCs angeht. Letztes Stichwort, vernetztes Lernen. Also das unterstreicht oder rundet vielleicht nochmal die Gedanken, die ich gerade geäußert habe, ab. Es soll wirklich ganz viel um diese Vernetzung gehen. Also deswegen folgt anderen Teilnehmern, seid selbst präsent, wo auch immer, vernetzt es mit dem Hashtag, werft uns die Informationen zu, wenn ihr auf bestimmten Plattformen oder auf eurem Blog etwas postet zum Kurs. Also wir versuchen dann immer wieder den Kreis zu schließen und die Hashtags aufzunehmen und zu kuratieren. Folgt anderen Teilnehmern, also wenn ihr die auf Twitter entdeckt, wenn ihr die auf Facebook entdeckt oder wo immer sie aktiv sind, nutzt es aktiv, also gerade diese Verbindungen einzugehen. Für die Themen ist eine Woche verdammt kurz, also wir werden an vielen Stellen Luft holen am Montag, wir werden eine Aufgabe, eine Lektürevorschlag bis Dienstag haben, am Mittwoch die erste Aufgabe, da wird ganz viel liegen bleiben. Nehmt deswegen auch diesen Kurs auf und die Community, die sich entwickelt, um Dinge danach fortzusetzen. Also niemand ist gezwungen, am Freitag stehen zu bleiben und die Klappe zu schließen, wenn ein Thema noch Gesprächsbedarf hat. Das kann man bilateral machen, das kann man in einer Gruppe machen, das kann man auch wieder den Kreis schließend in diesem MOOC machen. Also das ist so ein bisschen die Idee dieses MOOCs, ne? Also diese Fäden, die wir legen, aufzunehmen
und dort ganz viele Dinge auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und möglichst wenig in einem Korsett stecken zu bleiben, das ist vielleicht durch den Rahmen, auch durch den gesetzten Rahmen von einer Woche gegeben ist. Jetzt gucke ich gerade noch mal, was fehlt. Also das, wie gesagt, das gegenseitige Vernetzen ist noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich gucke jetzt einfach mal, ob noch Fragen, gerade was die MOOC-Idee angeht, was Bausteine des MOOCs angehen, im Chat da sind. Oder bitte einfach mal Karl-Heinz oder Simon, wenn ihr da ein bisschen aufmerksamer reingeschaut habt, ob noch irgendetwas offen ist. Simon und Joachim werden ja dann auch noch mal so die Frage der Ja. Infrastruktur und des Lernens in Gruppen aufgreifen. Ja, Dann können wir also da auch gerne fortsetzen. erstmal schönen Dank. Im Chat kamen jetzt so ein paar andere Randprobleme, aber die sollten wir jetzt, glaube Okay, ich, ja. nicht alle hier behandeln. Mir wäre lieber, wenn jetzt erstmal Simon ein bisschen was über unsere Kommunikationswege und Plattformen erzählt. Wo diskutieren wir eigentlich? Simon. Genau, ich würde mal jetzt dann meinen Desktop dafür teilen und auch das Video. Könnt ihr mich sehen? Ja. Sehr gut, jetzt müsste auch gleich noch die Webseite kommen. Ich sehe sie schon. Ist da? Wird noch geladen. Lädt noch. Wird noch geladen. Also ich greife vielleicht kurz auf, Jochen hat es ja schon gesagt, wir sind dieses Mal, das ist sicher eine Besonderheit für den MOOC, nicht auf einer Lernplattform, sondern wir gehen eigentlich zurück zu den Wurzeln mit Stephen Downes und George Siemens und haben gesagt, wir wollen diesen Aspekt der Openness in dem Wort MOOC, MOOC steht ja für Massive Open Online Course, dahingehend auch umsetzen, dass wir im offenen Internet stattfinden und damit auch der Blog oder die Community-Webseite colearn.de der zentrale Anlaufpunkt für den MOOC sein wird. Das heißt, alle Inhalte, die wir im Laufe des MOOCs ausspielen, aber auch die Informationen zum Hackathon, findet ihr alle auf colearn.de und dort in dem Navigationseintrag, den man jetzt hier sieht, auf der Seite, die ich freigegeben habe, nämlich Corporate Learning 2025 MOOCathon. Die Seite sieht seit heute Morgen auch ein bisschen anders aus als aus den vergangenen Wochen, ihr das vielleicht kennt. Also wir haben die Basisinformationen, was ist der MOOC im Detail, welchen Nutzen gibt es da, welche Zielgruppen sprechen wir an, in eine eigene Seite ausgelagert, die sieht man hier so oben, wenn ihr meine Maus seht, ich kreise die mal um den Link, in den sogenannten Steckbrief zum Corporate Learning 2025 MOOCathon. Das ist auch noch da. Diese Einstiegsseite jetzt hier vorne hat aber im Wesentlichen diese Sektion Quicklinks. Da werden wir immer alles reinschreiben an Links und an Informationen, worauf man schnell und immer Zugriff haben muss. Und das Zweite, was geblieben ist, ist der Ablauf hier unten. Das heißt, dort sieht man zum einen mal das Datum durch so kleine Ist-Gleichs da markiert, auch die Stelle, wo wir stehen. Und dort findet ihr entsprechend dann auch die Links, jetzt in dem Fall zur Auftaktwoche heute. Und der Newsletter, der per E-Mail verschickt wird. Alle, die ja eingeschrieben sind im MOOC, bekommen den per E-Mail immer am Montagmorgen zwischen 7 und 8. Den Newsletter verlinken wir hier hinten aber nochmal, weil jeden Tag ein paar 10 Leute sich zusätzlich anmelden und die natürlich dann den Newsletter nicht bekommen. Und bevor die Fragen sozusagen alle bei uns auflaufen, ist der Newsletter hier auch offen zugreifbar. Ich zeige jetzt mal, wie so eine Wochenseite aussieht, in dem Fall jetzt von der Auftaktwoche. Die sind auch immer gleich aufgebaut. Da gibt es so eine ganz kleine Einleitung. Im Einleitungssatz habt ihr auch immer die Möglichkeit, nochmal zurückzuspringen zu der MOOCathon-Seite selber mit der Übersicht. Dann gibt es einen Ablauf der Woche. Da steht jetzt und dann auch in den Folgewochen drin, wie die Woche abläuft, ob es Live-Sessions gibt, ob es eine gibt, ob es mehrere gibt. Wenn es dort Skype for Business Übertragungen gibt, dann ist hier auch, seht ihr hinten dran, gleich der Link dabei. Da pflegen wir sozusagen alles, was ihr braucht, um an dem Wochenablauf entsprechend teilzunehmen. Bisschen weiter unten gibt es dann die Aufgaben der Woche. Das ist sozusagen das, was wir empfehlen, innerhalb dieser Woche zu bearbeiten. Man sieht es jetzt hier, die Auftaktwoche. Da kommen wir auch nachher nochmal dazu, geht es darum, ein eigenes Lernziel zu finden, an die Termine natürlich im Kalender einzutragen. Man ist dann oft überrascht, wie viel Zeit so ein MOOC in Anspruch nimmt oder beziehungsweise wie viel Zeit oder wie wenig Zeit im Kalender übrig ist, wenn man sich nicht ein bisschen Zeit pro Woche sozusagen beiseite legt. Unsere Empfehlung ist so 3 Stunden ungefähr inklusive der Live-Sessions, um sinnvoll am MOOC-Ton teilnehmen zu können. Die Teilnahme an den Lerngruppen und so weiter, gehe ich jetzt auch gar nicht im Detail durch. Also die Aufgaben der Woche stehen da immer und das Team. Also wer sind die Leute, die die Woche gestalten? Das ist in dem Fall,
der Auftaktwoche des Kernteams der Corporate Learning Community. Dann war es so, diese Webseite, auf der wir den MOOC laufen lassen, das ist eine WordPress-Webseite, also ein Blog, der hat erstmal nur ein sehr rudimentäres Diskussionssystem. Deswegen haben wir uns jetzt für die Diskussion im MOOCathon dafür entschieden, eine eigene Diskussionsplattform zu verwenden. Die nennt sich Discuss. Das sieht man jetzt daran, also so ähnlich wie man YouTube-Fenster sozusagen in den Weblog einbetten kann, ist hier unten eben der ganze Diskussionsbereich zur Seite. Ich bin bei Discuss jetzt angemeldet und kann hier quasi an der Seite kommentieren. Sieht für euch eigentlich so aus, als gehört es zu unserer Webseite. Ist aber, wie gesagt, ein eigenes Diskussionssystem, was ihr oben in den Links, hier findet man das bei den Aufgaben der Woche in Punkt 5, sozusagen nochmal verlinkt findet. Also wenn ihr dort mit diskutieren wollt im MOOCathon, müsst ihr euch auf discuss.com einen Account anlegen. Kann man sich mit Facebook anmelden, mit Google Plus, mit Twitter und so weiter oder eben mit einer E-Mail. Und dann seid ihr da sozusagen eingeloggt und könnt damit diskutieren. Hilft uns auch ein bisschen, weil Discuss eine sehr gute Spam-Abwehr hat. Das ist immer so ein bisschen die Kehrseite. In dem Moment, wo man irgendwas offen im Internet macht, hat man sozusagen auch die ganzen bösen Buben und Mädchen, die versuchen, einen mit Spam zu bombardieren. Und das hilft uns da, die Arbeit einfach ein bisschen niedriger zu halten. Also das ist so die Aufgabe der Woche. Und was die Plattform angeht, ein weiterer Punkt noch, da ist vielleicht auch schon der eine oder andere drüber gestolpert, ist gerade auch schon im Chat aufgetaucht. Ich zeige es mal an dem Beispiel jetzt des Lerngruppenmarktplatzes. Wir verwenden, wenn wir gemeinsam irgendwas erarbeiten oder beschreiben wollen, verwenden wir sogenannte Etherpads. Die sehen im Prinzip so aus wie so ein gemeinsamer Schmierzettel oder Notizzettel. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass da sozusagen jeder ohne Login einfach reinschreiben kann. Also das ist jetzt hier mal so ein Beispiel, wo es eben darum geht, selbst organisiert Lerngruppen einzurichten im MOOCathon. Da gibt es ein Suchefeld, ein Bietefeld und eine Lerngruppenliste. Da seht ihr auch schon, wo es überall Lerngruppen gibt und Kontaktpersonen. Und da haben wir uns einfach gedacht, das muss nicht alles zentral über uns laufen, sondern das könnt ihr im Prinzip einfach selber dort euch eintragen, wenn ihr noch einen Anschluss an eine Lerngruppe sucht, wenn ihr eine anbieten wollt oder wenn dann sich eine Lerngruppe formiert hat. Noch eine Besonderheit zu der colearn.de Seite. Ich habe ja gesagt, es ist ein Blog. Wir wollen auch euch allen im MOOCathon anbieten, wenn ihr persönliche Reflexionen zum MOOC schreiben wollt oder wenn ihr euer Lerntagebuch führen wollt, dann könnt ihr euch entsprechend dort registrieren und habt dann dort auch die Berechtigung auf der Seite zu bloggen. Also ihr könnt selber zu Bloggern werden. Das kann sein, Karl-Heinz, hilf mir kurz, müssen wir die freischalten oder ist man sofort freigeschaltet zum Bloggen, wenn man sich registriert hat? Nein, wir hatten es versucht, wir haben es eröffnet, aber dann haben uns gleich ein paar Spammer überfallen und jetzt müssen wir leider die Freischaltung wieder einführen. Also wir haben sie wieder eingeführt. Kurze Mail an einen von uns und wir schicken dann eine Einladung als Autor auf den Blog, sich zu registrieren. Okay. Genau, also dazu eine herzliche Einladung. Dann gibt es eine eigene Seite, ich schaue mal gerade, wo die verlinkt ist, bei den Quicklinks, hier dieser Link Lerninfrastruktur des MOOCathon. Da sind einfach nochmal weitere Tipps, wo man sich denn noch einbringen kann. Wir haben ja von der Corporate Learning Community schon eine ganze Weile eine Gruppe auf Xing, eine auf LinkedIn, eine auf Facebook, eine auf Google+. Da muss auch keine Angst haben, um an dem MOOCathon teilzunehmen. Ist es nicht notwendig. Das ist einfach ein weiterer Ort, so wie ein Café in der Universität, den ihr nutzen könnt, wenn ihr vielleicht ohnehin Facebook nutzt oder Google+ nutzt oder LinkedIn oder Xing, wo ihr euch austauschen könnt, aber nicht müsst. Das ist auch, wir wollen euch da ein bisschen die Angst auch nehmen vor dem Massive. Wir haben jetzt so 850 Teilnehmer im Moment. Oft kommt so der Hilferuf, wie kann ich denn alles im Überblick behalten, was diskutiert wird? Ich glaube, kein Mensch kann das bei 800 Leuten im Überblick behalten. Deswegen glaube ich, ist das gar nicht so wichtig, irgendwie überall einen Überblick zu haben, sondern es ist vielleicht eher interessant, zum Punkt kommen wir nachher noch, sich vielleicht so eine Handvoll Gleichgesinnter zu suchen, die ein ähnliches Lernziel verfolgen, mit denen dann eine Lerngruppe zu bilden und gemeinsam im MOOC zu lernen und an den ein oder anderen Stellen von den Hunderten auch noch was mitzubekommen. Aber ich glaube, so wenig wie es in der Uni Sinn macht, von allen 1000 Studenten im Hörsaal alle Gespräche gleichzeitig zu hören, ist das auch in so einem Massive Open Online Kurs so, dass man da eben nicht alles mitbekommen kann.
Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, Karl-Heinz oder Jochen, fällt euch was ein, was ich noch vergessen habe? Schau mal gerade nochmal auf meine Liste hier. Das Wichtigste war schon da, Simon. Das haut schon hin. Simon, erstmal schönen Dank. Wir kommen bestimmt auf das eine oder andere noch. Du hattest Lerngruppen eben angesprochen. Joachim, könntest du uns noch ein bisschen was zu den Lerngruppen sagen? Ja, gerne, klar. Ich blätter mal auf die erste Seite. Also wir haben im CL2.0 MOOC damals gemerkt, dass es doch eine Menge an Inhalten, an Material ist, das die Teilnehmer mitbekommen, verfolgen müssen, und haben auch gesehen, dass es vielleicht durchaus Sinn macht, Lerngruppen zu bilden. Warum macht es Sinn, Lerngruppen zu bilden? Einmal ist ein Faktor, dass man ja vielleicht doch, wenn man im Bereich Corporate Learning, Weiterbildung, HR arbeitet, durchaus mal unter den 8 oder 11 Wochen, was wir vorher gehört haben, bestimmte Aufgaben haben, die man nicht verschieben kann. Und dann ist man an der Stelle nicht dabei. Im Grunde genommen haben wir gesehen, es funktioniert dann eigentlich immer ganz gut, wenn sich eine Gruppe im Unternehmen gebildet hat und immer eine Person dann eigentlich wirklich die Verantwortung bekommen hat, den MOOC in dieser Woche intensiver zu verfolgen und dann am Freitag im Nachgang zu der Session dann eben mit den Kollegen nochmal auszutauschen. Hat einen Aspekt, dass es eben gemeinsam gemacht wird, macht vielleicht auch mehr Spaß. Und was man durchaus eigentlich auch merkt, ist, dass wenn man so eine Gruppe gebildet hat, dass man dann auch mehr Commitment zu dem Thema hat. Ob man sich jede Woche treffen muss, ist nochmal eine andere Frage. Manche Lerngruppen treffen sich auch nur alle 2 Wochen, passt eigentlich auch. Wichtig ist, dass man regelmäßige Treffen vereinbart und dass man dann eben die auch durchführt und sich entsprechend austauscht. In Unternehmen, es gibt unterschiedliche Arten von Lerngruppen. Wenn man in Unternehmen eine Lerngruppe bildet, dann hat es natürlich einen riesen Vorteil, dass man in Bezug auf den MOOC dann die Themen direkt nochmal aufs eigene Unternehmen abbilden kann und reflektieren kann. Das heißt, im Grunde genommen kann man schon mal beginnen, darüber nachzudenken, was im eigenen Unternehmen möglich ist, wo Hindernisse sind, wo Barrieren sind, die man entsprechend überwinden muss. Und dann durchaus schon mal beginnen, notwendige Anpassungen und Veränderungsprozesse entsprechend zu diskutieren. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von regionalen Lerngruppen, was eigentlich auch eine gute Sache ist, ein Erfahrungsaustausch über die Unternehmen hinweg. Wenn man auf der Webseite das Thema Lerngruppen eingibt, bekommt man 2 Blogposts. Ein Blogpost vom Simon und ein Blogpost von mir vom Simon zum diesjährigen MOOC, von mir zum MOOC vor 2 Jahren. In beiden stehen eigentlich ganz gutes Material drin. In einem MOOC-Beitrag gibt es dann eben das Thema, wie man erfolgreich Lerngruppen moderiert, was man machen soll, was man beachten soll, dass man auch ein Team bildet. Und der zweite Beitrag vom Simon stellt nochmal sehr stark darauf ab, das ganze Thema Working Out Loud entsprechend zu nutzen. Da wird der Karl-Heinz gleich nochmal auch ein Beispiel dazu sagen, wo man sich entsprechend einlesen kann oder das mal anschauen kann. Ich poste nochmal gerade den Etherpad-Link zu den Lerngruppen, die sich selber organisieren. Da hat sich also schon einiges getan. Es gibt einige regionale Lerngruppen, es gibt ein paar thematische Lerngruppen. Also eine Lerngruppe hat sich in der Region Nürnberg gebildet, Köln-Bonn, Bodensee gibt es eine Lerngruppe, was ich sehe. Es gibt aber auch firmenspezifische Lerngruppen, GSE, Audi, BSF haben eine Lerngruppe gebildet. Berlin hat auch noch eine regionale Lerngruppe. Und es gibt auch die Interesse, Lerngruppen nochmal zu bestimmten Themen herauszubilden. Und alles ist eigentlich durchaus legitim. Und wir würden uns einfach einmal freuen, wenn wir ab und zu mal auch ein Feedback im MOOC von diesen Lerngruppen bekommen können. Wie das Ganze mit dem Working Out Loud funktioniert als Lerngruppe, als ein methodischer Ansatz, dazu möchte ich jetzt, wenn es keine weiteren Fragen gibt, an den Karl-Heinz übergeben. Ja, danke. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis zu dem Etherpad. Nicht wundern, manchmal dauert es ein bisschen, bis die Seite sich aufgebaut hat. Da greifen offensichtlich sehr viele Leute zu und manchmal muss man da 30 Sekunden warten, bis die Seite sich eröffnet hat. Vielleicht war das Problem jetzt auch hier bei einigen. Ja, Working Out Loud. Das haben einige von euch bestimmt schon mal gehört. Working Out Loud ist eine völlig neue Methode des Lernens zwischen Menschen in Unternehmen,
Und wir haben angeregt durch Harald Schirmer, der uns ja auch durch die Kontinentalwoche begleitet. Ich glaube, das ist die Woche nach der Merkwoche, also die zweite inhaltliche Woche. Der ist schon großer Experte zum Thema Working Out Loud und er hat gesagt, wir sollten mal einen öffentlichen Working Out Loud Zirkel machen. Die Working Out Loud Zirkel sind so die Einübemethoden, um halt Working Out Loud richtig zu beherrschen. Und da gibt es ein Konzept von dem Erfinder von Working Out Loud, John Stepper, der hat gesagt, trefft euch 12 Wochen lang immer eine Stunde lang. Und wir haben gesagt, dann machen wir einen Corporate Learning 2025 Working Out Loud Circle auf und der startet heute Abend. Heute Abend um 19 Uhr treffen sich 5 Leute und unterhalten sich und lernen öffentlich miteinander, sodass man zugucken kann, wie geht eigentlich so ein Working Out Loud Circle. Der Link steht auch auf der Wochenseite und die ganzen weiteren Termine stehen auch da und lasst euch mal überraschen, welche Themen da so kommen. Ich kenne sie auch noch nicht, die werden wir heute Abend aushandeln. Ja, das zum Thema Working Out Loud. Dann persönliche Zielsetzung. Simon, dir ist immer wichtig, dass man sich vorher vorm Lernen genau überlegt, was will ich eigentlich erreichen? Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu diesem MOOC dazu sagen. Ja, das ist ja so ein wichtiger Aspekt eigentlich in dem MOOC. Natürlich haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, was wir im MOOC gerne vermitteln wollen oder was für Themen wir behandeln wollen. Aber am Ende, gerade in so einem CMOOC, kommt es natürlich darauf an, welche Lernziele alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen verfolgen. Und damit so ein MOOC nicht einfach nur so nebenher vor sich hin plätschert, ist das natürlich wichtig, sich das auch bewusst zu machen. Deswegen starten wir jetzt heute auch nicht direkt in eine Themenwoche mit Merck schon, sondern wir haben so eine Auftaktwoche vorgelagert, um euch nochmal den Ablauf zu erklären, vielleicht auch technische Problemchen irgendwie aus dem Weg zu räumen, aber eben auch, damit jeder sich mal Gedanken machen kann, was für ein Ziel er denn mit dem Teilnahme am MOOC, am MOOCathon verfolgt. Und dafür ist bei den Aufgaben der Woche, ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm jetzt sehen mittlerweile, ist ein Link dabei zu so einem Blogpost, mein Lernziel im Corporate Learning 2025 MOOCathon. Und da ist einfach jeder aufgerufen, der möchte, einfach mal sich ein Ziel zu suchen und das auch aufzuschreiben. Ob ihr das dann bei euch in dem OneNote, im Notizblock, im Evernote, wo auch immer aufschreibt oder gar gemeinsam mit der Lerncommunity teilt, das bleibt euch natürlich offen. Jedenfalls ist das Kommentarfeld an diesem Blogpost hier unten, ich gehe da mal ein bisschen nach unten, ist der Ort, wo die Leute, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die das Lernziel auch nach außen posten wollen, die Möglichkeit haben, das zu tun. Und man sieht jetzt an dem Beispiel mal, wir hatten das ja am Freitag erst geblockt, also diesen Beitrag fürs Lernziel eingestellt. Das haben 15 Leute schon getan, also man kann hier von Nicole, von Dina, von Nathalie, Tanja und so weiter eben schon mal sehen, welche Lernziele die verfolgen. Und neben der Teilnehmerliste mit dem, was ihr als Grund für die Teilnehmer am MOOCathon angegeben habt, ist das natürlich nochmal ein zweiter Ort, wo man sagt, wer verfolgt denn jetzt im MOOCathon ähnliche Ziele wie ich? Und daraus bildet sich vielleicht dann eine Lerngruppe. So viel dazu. Mhm. Herzlichen Dank. Wir haben auch einen sogenannten Stellenmarkt veröffentlicht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Wir haben so gedacht, eigentlich sind wir eine große Community und in der Community gibt es bestimmt Leute, die Erfahrungen zu bestimmten Themen haben und auch die auch bereit wären, uns ein bisschen mitzuhelfen. Und dieser Stellenmarkt, den findet ihr auch auf unserer Hauptseite, ganz unten ist beschrieben, wie man da hinkommt, ist auch ein Etherpad und da sind ein paar Aufgaben von uns schon beschrieben und es gibt auch ein paar Leute, die gesagt haben, oh ja, das mache ich. Das ist insbesondere Monika Schlatter, die hat gesagt, oh, ich könnte mir vorstellen, ich fasse alle Tweets einer Woche, die mit dem Hashtag CL2025 gekennzeichnet sind, einfach mal zusammen, sodass wir dann immer wissen, was wurde hauptsächlich über Twitter diskutiert in dieser Woche. Britta Schulz hat gesagt, oh ja, das mache ich auf der Xing-Plattform, da haben wir die Corporate Learning Community auf Xing und da fasse ich mal zusammen, was da so zusammengekommen ist. Dann hat Sirka Freigang gesagt, oh, ich würde ganz gern so ein bisschen das permanente Bewerben dessen, was da so passiert im MOOCathon, in meinen Netzwerken übernehmen, sodass die Teilnehmerzahl noch weiter steigt.
Und die drei sind die drei mutigen Ersten gewesen, aber ihr solltet mal reinschauen. Ihr merkt schon, da gibt es noch eine Reihe von anderen Aufgaben, die man durchaus gut übernehmen könnte. Solltet ihr so eine Aufgabe noch nicht gemacht haben, wir haben immer jemanden, der euch anleiten kann. Also auch das ist eine Form von Lernen, diese Herausforderung einfach annehmen und sich dann ein bisschen durchkämpfen mit einer kurzen Anleitung und nur so entwickelt man eigene Kompetenz dazu. Auch auf diesem Etherpad zu finden. So, dann Simon, vielleicht kündigst du noch an, dass wir morgen eine Kurzeinführung in Twitter machen, weil wir Twitter als wichtigsten Kanal eigentlich etablieren wollen. Überlegt euch gut, Twitter ist etwas sehr Wirkungsvolles und war ja 7 Jahre lang das Learning Tool Nummer 1 bei der internationalen Befragung von Jane Hart. Twitter. Simon, was wird morgen passieren? Genau, das ist mir gerade vorhin nach der Vorstellung der Infrastruktur auch noch eingefallen, dass das das eine war, was ich vergessen habe. Also, wie du sagst, Karl-Heinz, Twitter ist ein ganz wichtiges Werkzeug fürs persönliche Lernen, ist zwar jetzt auf dem Platz 3 in der Top 100 Toolliste abgefallen, nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es nicht an Bedeutung verloren. Und wenn ihr auf der Seite der Auftaktwoche seid, dann seht ihr morgen zur gleichen Zeit, auch wieder von 13 bis 14 Uhr, eine Session, die Karl-Heinz und ich anbieten werden für auf der einen Seite Twitter-Einsteiger, Einsteigerinnen, die sich überhaupt mal anschauen wollen, was ist das eigentlich, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob ihr das nutzen wollt im Muckathon. Da können aber gerne auch Erfahrene und Profis mit rein, weil wir natürlich auch nicht alle Tipps kennen. Und so eine ähnliche Session haben wir letztes Jahr schon mal gemacht und das hat sich durchaus bewährt, dass da auch dann von allen Teilnehmern sozusagen Tipps zu Twitter mit reinkommen können. Also wer das mag, wer schon einen Twitter-Account hat, Hash, das haben wir hier aufgeschrieben, Hash 2025 ist sozusagen der Hashtag oder das Schlagwort für den MOOC-Athon. Also Hash CL 2025. Richtig. Ja. CL 2025. Das heißt, wer sich dort anmeldet, kann da mal gucken. In der Teilnehmerliste haben wir die Twitter-Accounts mitgeführt. Da könnt ihr dann Gleichgesinnte finden, die auch im MOOC sind und auf Twitter. Ich glaube aber auch, wenn ihr euch kurz vorstellt und diesen Hashtag, also den Gartenzaun CL 2025 verwendet, dann habt ihr schnell auch Anschluss an andere Leute, die eben in Twitter auch zum MOOC-Athon unterwegs sind. Und der MOOC-Athon ist sicher nur der Einstieg, denn wenn Twitter so ein tolles Learning-Tool ist, und ich kann es nur bestätigen, für mich ist es der Lernbooster überhaupt, dann sollten wir Learning-Professionals dieses Tool auch wirklich beherrschen. Also herzlich willkommen morgen um 13 Uhr. Auch das läuft wieder über Skype for Business. Wir werden es auch wieder aufzeichnen für all diejenigen, die um 13 Uhr keine Zeit haben. So, ich glaube... Karl-Heinz, es gab gerade die Frage, ob die Working Out Loud Sessions auch aufgezeichnet werden. Ja, die werden genauso aufgezeichnet. Also alles, was wir live machen, zeichnen wir auch auf. Und es steht hinterher allen zur Verfügung. Man darf es in allen Zusammenhängen auch verwenden. Kann man vielleicht noch dazu sagen, auf dem YouTube-Kanal der Corbett Learning Community. Also da werden wir eine eigene Playlist oder einen eigenen Kanal dazu machen. Und im Header der Webseite, also hier, mein Bildschirm ist ja noch geteilt, hier oben, da findet ihr den YouTube-Link und dort werden dann die Videos eingestellt. Sehr schön. Ja, ich habe so nebenbei mitbekommen, es gibt schon mindestens eine Working Out Loud Gruppe, die sich auch verabredet hat. Und es freut mich, dass Harald Schirmer auch gleich gesagt hat, oh ja, da bin ich dabei oder will ich ein bisschen unterstützen. Hochachtung. Ja, gibt es denn Fragen von euch jetzt im Chat zu dem, was wir so erklärt haben? Also eine Frage war, was hinterher zur Verfügung stellen zeitlich bedeutet. Eine Woche später, einen Monat später. Ach so, wir versuchen das schon am gleichen Tag noch zu schaffen. Vielleicht lasst uns manchmal einen Tag Zeit, aber so in der Größenordnung, einen Tag später sollte es auf alle Fälle haben. Also 24 Stunden später. Meist viel früher. Das wäre zum Beispiel auch so ein Service, den jemand übernehmen könnte. So eine Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass das immer schnell bereitgestellt wird. Also ich denke, wenn es bereitsteht, werden wir es twittern auch. Ne? Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis in Richtung Podcast, wenn man sich den Podcast abonniert hat, Corporate Learning Community Podcast, dann kriegt ihr das sozusagen automatisch auf euer Smartphone gepusht, sobald es da ist. Das heißt, da erscheint dann bei iOS, aber bei Android ähnlich, so ein kleiner roter Kreis mit einer Zahl. Es gibt eine neue Episode und dann kriegt man quasi den Hinweis.
dass das Video da ist. Das Gleiche geht natürlich auch, wenn ihr euch den YouTube-Kanal abonniert. Dann kann man eben auch eine Benachrichtigung bekommen. Und wir werden jetzt, glaube ich, auch im Lauf des Mooketons keine anderen Videos hochladen. Das heißt, jede Benachrichtigung vom YouTube-Kanal ist dann automatisch auch ein Video aus dem Mooketon. Okay, ja, wenn im Moment nichts ganz aktuell im Chat mehr zu beantworten ist, dann würde ich jetzt ganz gern die Partner... Also Isopad läuft gerade noch nicht, aber da muss man, glaube ich, nachher einfach mal ausprobieren. Ich habe es gerade probiert auf dem anderen Rechner, da ging es auf dem Rechner, wo ich die Skype-Session laufen habe, habe ich es auch nicht aufgekriegt. Ja, also beim Isopad ist auch so eine Begrenzung, maximal 16 Leute gleichzeitig. Wenn der jetzt mehrere gleichzeitig zugreifen, kann man an die Grenze kommen, ist aber im Normalfall nicht zu spüren. Okay, ich würde dann ganz gern mal die Paten, die heute alle hier sind, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, bis auf Martin sind wir alle da, kurz fragen. Charlotte, du bist heute überhaupt noch nicht zu Wort gekommen. Können wir dich kurz fragen? Dein Mikrofon müsste noch eingeschaltet werden. Ja, eingeschaltet. Ja, wunderbar. Sag mal, was ist eigentlich dein Interesse an diesem CL2025 Mookathon? Ja, ich arbeite für die hessischen Unternehmerverbände und für Hessenmetall. Und bei uns ist auch immer die Frage, wie unterstützen wir und informieren wir Unternehmen über neue Entwicklungen? Also jetzt mal das Thema Corporate Learning. Und da ist immer so ein kleiner Spagat drin. Eigentlich kein kleiner, ein sehr großer, weil wir haben unter unseren Mitgliedern die ganz schnellen, also die, von denen man praktisch nur noch die Staubspur am Horizont sieht, die sind in der Digitalisierung schon längst unterwegs. Und Karl-Heinz, da du unsere Community kennst, weißt du auch, wer da die üblichen Verdächtigen sind. Ja, und dann haben wir die Großen, also so die Contis dieser Welt, die sowohl die Pioniere als auch die Traditionalisten haben. Und wir haben die Unentschiedenen und die, die suchen. Ja, und wir haben auch die, die drüber nachdenken, ob sie morgen jetzt mal anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und an alle die müssen wir praktisch Informationen rausgeben. Und die beste Lösung war, wir machen einfach selbst mit. Und zwar möglichst weit vorne. Und das heißt Mookathon, das heißt das Corporate Learning Camp, das heißt unsere Hessen Metall Corporate Learning Community. Mhm. Ja, schönen Dank. Also ich freue mich, dass die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände hier auch vertreten ist. Jochen, vielleicht sagst du uns noch, was reizt dich eigentlich an diesem CL 2025? Ja, gerne. So ein paar Sätze habe ich ja vorhin schon gesagt und ich gucke auch noch die ganze Zeit auf den Chat hier und überlege, ob Harald überhaupt aus der Nummer herauskommt, auch seine Themenwoche über Working Out Loud zu gestalten. Ja. Er ist so gefragt. Die Begeisterung für das Tool ist ja sehr groß. Nein, zu deiner Frage, ich habe jetzt schon so an ein paar MOOCs in unterschiedlichen Rollen teilgenommen und finde immer, das Spannende für mich ist, so neue Dinge auszuprobieren. Und das sind gar nicht mal nur neue Tools, sondern oft auch die Kombination von einer bestimmten Aufgabe mit einem Tool. Im letzten MOOC war das zum Beispiel der Versuch, Ideen einzusammeln. Da schon die Frage, in welchem Format tut man das? Ist es immer das Forum? Kann es auch eine Alternative sein? Dann in einem zweiten Schritt vielleicht diese Ideen zu bewerten, also in irgendeiner Form mit einem Ranking oder Daumen rauf, Daumen runter, um dann im dritten Schritt vielleicht zu so einer Art ja, Ranking zu kommen. Und das auch irgendwie darzustellen, da gibt es verschiedene Plattformen, Tools. Also das wäre so ein Kontext, wo ich immer denke, ah, das klingt spannend, das muss man mal ausprobieren. Und wenn es nicht ganz so klappt, wie man das geplant hat, dann ist es auch okay. Aber dann weiß man vielleicht so über ja, die Praktikabilität einer Aufgabe oder eines Tools etwas mehr. Wir haben jetzt im Kopf zum Beispiel auch für die Arealbank einen Twitter-Chat mal auszuprobieren, um euer Twitter-Stichwort nochmal kurz aufzunehmen. Ich weiß auch nicht genau, ob und wie das so funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen, aber es gibt ja Vorbilder und warum nicht mal ausprobieren? Also so viel kaputt machen können wir ja auch nicht. Genau, ja, sehr schön. Danke, Jochen. Joachim, dein Mikrofon müsstest du noch einschalten, dann würde ich gern von dir hören. Was reizt dich eigentlich an dem Mookathon? Ja, ich habe heute Morgen in der Abfrage schon mal einen Post geschrieben, was mich interessiert. Also
Eigentlich ist ein Faktencheck Corporate Learning. Wo steht Corporate Learning eigentlich heute und was sind mögliche Handlungsfelder? Und ich habe mir mal 6 Handlungsfelder rausgeschaut, unter denen ich den MOOC beobachten möchte. Ein Handlungsfeld ist, es gibt ja mittlerweile eine Vielfalt an Lernformaten. Und wie kann man denn die neueren Lernformate stärker nutzen? Weil in der Realität fällt man doch wieder sehr stark auf die klassischen Lernformate zurück. Dann muss man sicher das Ganze auch in einer systematischen Form in Unternehmen einführen. Es geht also darum, wie man Lernlandschaften gestaltet. Was sind da Aufgabenstellungen dazu? Dann hat es viel zu tun natürlich auch mit Digitalisierung, mit Vernetzungs- und Informationskompetenz. Das habe ich als Thema. Die Führungskräfte und das Thema neue Lernkultur. Was machen die Mitarbeiter? Eigenverantwortliches Lernen. Und mein größter Block ist eigentlich Rollen, Kompetenzen und Organisationen von Weiterbildung, von Corporate Learning. Was kommt denn da auf diese Bereiche zu? Was sind Themenstellungen? Wie sind organisatorische Veränderungen? Wie sind aber auch persönliche Veränderungen, die man eingehen muss? Weil ich denke, es reicht in Zukunft nicht mehr aus, irgendwelche Schulungen einzukaufen und die zu makeln, sondern man wird das hier eine ganze Reihe von anderen Rollen machen. Unter den 6 Themen werde ich den MOOC verfolgen und dort, wo es geht, mich einbringen. Oh ja, dankeschön. Claudia, du bist auch dabei. Was reizt dich denn am Mitmachen hier? Ja, bei mir ist ganz ähnlich wie bei Jochen. Könnt ihr mich gut hören? Ja. Also Jochen, ich hatte ja schon einige MOOCs veranstaltet und eins ist, das Format voranzutreiben, damit rumzuexperimentieren. Mich interessieren weniger die Tools, als vielmehr die Prozesse, die möglich sind. Dass zum Beispiel Menschen miteinander Wissen teilen. Ich habe auch einen wissenschaftlichen Aspekt immer darauf. Ich werde die aus. Mich interessiert vor allen Dingen Co-Kreation von Wissen, Austausch. Wir wissen ja in Unternehmen, dass die Wissensmanagementsysteme nicht unbedingt sehr fluide sind und schnell aufeinander reagieren. Von daher wäre so ein Interesse, wie sich solche Prozesse in Unternehmen gestalten lassen, die auch draußen sozialen Netzwerken funktionieren, ab welcher Größe das klappt und einfach den Wissensaustausch zwischen Menschen zu ermöglichen und diesen Bereich, die Formate voranzutreiben, damit wir einfach einen Raum für Experimente haben. Mhm. Herzlichen Dank. Werner Sauter, was ist dein Grund, hier mitzumachen? Ja, einmal ist ein Grund meine sehr gute Erfahrung, die wir in unserem letzten MOOC gesammelt haben, wo ich persönlich unheimlich viel dazugelernt habe. Und dann glaube ich, dass dieser MOOC-Hackathon ein hervorragendes Instrument ist, um Veränderungsprozesse auch in größeren Organisationen zu initiieren und allen die Gelegenheit zu geben, sich aktiv einzubringen. So aber in einer Form, sodass am Schluss dann auch wirklich ein greifbares Ergebnis zustande kommt. Und diese Prozesse, die dabei stattfinden, denke ich, die werden wir in den nächsten 8 Wochen erleben. Und ich gehe davon aus, dass ich dabei sehr viel hinzulernen werde, um dann solche Prozesse auch im Kompetenz- und Wertemanagement mit einbauen zu können. Herzlichen Dank. Simon, ich glaube, du bist der Letzte von denen, die heute da sind. Dann fehlt uns eigentlich nur noch der Martin. Was reizt dich an diesem MOOC-Hackathon? Also mich reizt zum einen mal eine inhaltliche Dimension. Ich komme ja eigentlich aus dem Wissensmanagement. Da definiert man Wissensmanagement als Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Ich war immer überrascht, dass wir relativ wenig in den letzten 20 Jahren mit Weiterbildungs- und Lernabteilungen zu tun hatten und sehe, dass da jetzt gerade über die Digitalisierung eben sehr viel zusammenwächst und man einfach Lernen nicht als Training begreift, sondern als was Ganzheitliches, was jeden Tag überall zu jeder Stunde in der Organisation bei allen Mitarbeitern inklusive Führungskräften eben stattfindet. Also das finde ich spannend und ich finde die Kombination von Formaten spannend. Also für viele ist ja heute noch so ein Barcamp zu machen innovativ. Ich finde jetzt die Kopplung aus einem MOOC, einem Hackathon, bin Chaos Computer Club Mitglied, habe großes Faible für Hackathons und dann eben ein Barcamp als Abschluss und alles als Instrument des Community Buildings. Das ist was mich auch sehr stark reizt. Mhm. Ja, dann herzlichen Dank. Mir bleibt jetzt nur noch auf die nächsten Termine hinzuweisen. Haben wir vorhin ja schon mal gemacht. Also heute Abend 19 Uhr gibt es das erste Treffen des Working Out Loud Circles. Dann morgen um 13 Uhr das Twitter-Webinar.
Und dann in der Woche probiert einfach ein bisschen das Diskutieren auf verschiedenen Plattformen schon mal aus. Vielleicht ergeben sich ja schon die ersten Themen, die man dann fortführen kann. Am Freitag um 13 Uhr machen wir hier wieder eine Live-Zusammenfassung all dessen, was in dieser Woche passiert ist. Dann in der nächsten Woche startet wieder pünktlich Montag um 13 Uhr die Firma Merck. Und wir haben in der nächsten Woche am Dienstag gleich einen realen Vortrag, den wir auch live ins Netz streamen, von Nils Pfleging. Und er redet über Wege in die digitale Zukunft. Also das passt ja ganz gut, gerade jetzt am Anfang für unser großes Thema. Und falls jemand den Nils Pfleging live erleben will, also man kann da kostenlos teilnehmen, es ist in Frankfurt, um 13 Uhr, die Daten stehen alle auf unserem Blog, da gibt es einen extra Blogpost zu dem Beitrag. Ja, ansonsten wünsche ich jetzt uns allen einen guten Start, ganz viele hilfreiche Informationen und noch mehr interessante Gespräche und ganz, ganz viele eigene Kontakte fürs persönliche Lernnetzwerk. Ab jetzt ist es eure Veranstaltung. Viel Erfolg!